jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Neuer Kaiser schaut auf Blankenburg. Avacon sponsert Salvius Otto. Zweitaktparade im Bodetal. Großes Ostmobile-Treffen am DDR-Museum. Spektakulärer Abtransport. Ringkolbenventil der Wende vor Totalsperre wird repariert. Osterwiek und die Lutherbibeln. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Neuer Kaiser schaut auf Blankenburg. Avacon sponsert Salvius Otto. Der Berggarten hoch über der Stadt wurde weitestgehend nach altem Vorbild wiederhergerichtet. Für Besucher wird er immer beliebter. An den Wochenenden gibt es Kaffee und Kuchen im Teehäuschen und der Blick von hier oben auf die Gärten und die Altstadt ist sehr attraktiv. Die Kaiserbüsten, die einst hier oben standen, befinden sich in Stadt- und Privatbesitz. Damit die wertvollen Plastiken keinen Schaden erleiden, werden Kopien angefertigt. Das Geld dafür kann die Stadt allerdings nicht aufbringen und ist auf Sponsoren wie die Avacon angewiesen. Eine Büste mit Sockel kostet rund 5.000 Euro. Ja, wie gesagt, die Kaiserbüste, die vierte hier in Blankenburg oben im Schlossgarten. Tolle Sache, wir freuen uns jedes Jahr als Avacon hier unterstützen zu dürfen und zu können. Und wir machen das auch gern und hoffen, dass wir die nächsten Jahre weitermachen können. Das ist natürlich auch abhängig davon, ob die Originale auffindbar sind oder ob man da rankommt. Aber wir würden uns freuen, wenn es so weitergeht. Es ist wirklich eine tolle Sache und eine Bereicherung hier oben am Teehaus, welches jetzt ja auch sonntags offen ist für die Leute. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Nach Caesar, Octavianus und Claudius wurde nun die vierte römische Kaiserbüste mit Sandsteinsockel aufgestellt. Heute haben wir Salvius Otto eingeweiht. Es ist inzwischen die, jetzt muss ich gucken, vierte Büste, die hier oben zur Aufstellung kommt. Insgesamt waren es mal 12. Sie wurden im Juni 1894 angekauft aus dem Antikhandel in Braunschweig, standen hier eine Weile, sind dann aber in Vergessenheit geraten und jetzt werden sie nach und nach wieder saniert bzw. als Abguss neu in den Garten gestellt. Was bedeutet das jetzt? Wann kommen die nächsten? Jedes Jahr eine, so ist im Moment die zeitliche Vorstellung. Wir haben einen Sponsoringvertrag mit der Avacon und dank diesem dürfen wir jedes Jahr eine Büste aufstellen bzw. sanieren lassen. Wenn die 12 Kaiserbüsten wieder vollständig sind, ist der Blick von hier oben noch attraktiver. Ja, eine echte Bereicherung für unsere barocken Parks und Gärten. Und heute ist ja das Ensemble um einen Kaiser reicher geworden. Und dafür sind wir unserem Netzbetreiber Avacon dankbar, der im Rahmen einer Sponsoring-Vereinbarung das heute hier ermöglicht hat. Ein Vorbild haben wir sozusagen noch im eigenen Bestand für einen Abdruck. Und nach unserem Kenntnisstand sind zwei weitere noch im Privatbesitz. Und da wollen wir einfach versuchen, dass wir die Möglichkeit vielleicht finden, von denen auch einen Abdruck zu machen, damit sie hier in voller Pracht auch in den Gärten strahlen können. Die Besucher des Berggartens können sich schon auf den nächsten römischen Kaiser freuen, der im kommenden Jahr seinen Platz hoch über der Stadt einnimmt. Denn die Avacon hat versprochen, auch die nächsten Kaiser für Blankenburg zu sponsern. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Die Germanen wurden von der BSG Chemie Leipzig in der Tabelle überholt. Jetzt sind sie mit 2 Punkten Rückstand hinter der Tabellenspitze. Der Aufstiegsplatz wird hart umkämpft und jeder liegengelassene Punkt hart bestraft. Kann der VfB noch bis zum Saisonende an der BSG Chemie Leipzig vorbeiziehen? Ein Schritt in diese Richtung wäre ein Sieg bei der nächsten Partie gegen den Tabellenvierten. Anstoß zwischen den Germanen und FC Einheit Rudolstadt ist am Sonntag um 14 Uhr im Friedensstadion in Halberstadt. Der 13. Mai ist wieder Tag der Städtebauförderung. Blankenburg und Osterwiek befinden sich seit 1991 im Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz.
Beide Städte beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder an Aktionen zum gegenseitigen Kennenlernen der Altstädte. Spezielle Führungen sollen die gelungenen Sanierungserfolge aus den vergangenen Jahren aufzeigen. Der Stadtrundgang in Osterwiek startet um 10 Uhr. Die Blütenstädter sind eingeladen, mit einem Bus um 9 Uhr ab Marktplatz Blankenburg hinzufahren und an den Führungen teilzunehmen. Um 12.30 Uhr fährt der Bus nach Blankenburg zurück und nimmt interessierte Osterwieker mit. Am kleinen Schloss beginnt um 13 Uhr der Stadtrundgang, der am Verwaltungsgebäude Hartstraße 3 mit einem kleinen Imbiss und Diskussionen endet. Anmeldungen für die Teilnahme werden bis zum 27. April unter der Telefonnummer 03944 943 384 oder per E-Mail unter beate.kretschmer@blankenburg.de entgegengenommen. Dr. Gerhard Köhler wurde Sieger der 25. offenen Senioren-Schach-Landeseinzelmeisterschaften. Dr. Günter Reinemann, Organisator der Meisterschaften, überreichte dem frisch gekürten Schachmeister 2017 eine Urkunde, einen Pokal und einen Scheck in Höhe von 200 Euro. Die Stadt Halberstadt ruft alle Bürger der Stadt und auch in den Ortsteilen auf, sich am 10. September, am Tag des offenen Denkmals 2017, zu beteiligen. Eigentümer von historischen Bauten können ab sofort ihre Objekte zum Tag des offenen Denkmals 2017 bei der Stadt Halberstadt anmelden. Grundsätzlich sind alle historisch bedeutsamen Bauwerke zur Teilnahme geeignet. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.tagdesoffenendenkmals.de. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Graue Aussichten vor dem Start ins Wochenende. Am Morgen ist es noch leicht bewölkt bei Frühwerten um 10 Grad. Mittags steigt die Temperatur an auf 21 Grad und es zieht sich komplett zu. Am Abend ist es identisch bei Werten um 17 Grad. Über Nacht wird es neblig und die Temperatur sinkt weiter auf 11 Grad. Zum Start ins Wochenende erwarten uns Wolken und Nebel bei Höchstwerten um 22 Grad. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf einer Tempur-Matratze Ihrer Wahl ein Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 193 Euro. Machen Sie es wie Felix Neureuther und entspannen Sie auf Ihrer neuen Tempur-Matratze. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied.
entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Wenn mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet. Wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird. Wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst, dann ist unsere Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Spektakulärer Abtransport. Ringkolbenventil der Wendefurter Talsperre wird repariert. Zahlreiche Schaulustige haben sich am Dienstagmorgen auf der 230 Meter langen Staumauerkrone der Wendefurter Talsperre versammelt. Sie wollen beobachten, wie in 40 Metern Tiefe ein großes Ringkolbenventil an die Oberfläche gehoben wird. Heute wird das Ringkolbenventil rausgehoben, also das ist im Grunde genommen das große Absperrorgan dieser Talsperre. Und das kann man sehen, wenn das rausgehoben und auf den Tieflader und dann abgefahren wird. Welche Aufgabe hat denn dieses Ventil? Ja, man muss das so sagen, das Ringkolbenventil ist dafür da, dass man die Abgabe der Anlage steuern kann. Im Grunde genommen ist es aber ein großes Ringkolbenventil, es hat einen Durchmesser von 2 Metern. Und wenn man große Hochwasser hat, kann man mit diesem Ringkolbenventil sehr große Abgaben machen, sodass man im Grunde genommen bei Hochwasser auch Sicherheit hat, dass man die Mengen an Wasser, die kommen, auch abgeben kann. Wenn das jetzt ausgebaut ist, kann man dann überhaupt noch Wasser abgeben? Aber selbstverständlich, wir bauen ja hier nicht vollständig alles zurück, sondern an der Talsperre ist es immer so, dass man zwei unabhängig voneinander funktionierende Organe hat, sage ich mal, Ringkolbenventile. Also haben wir noch ein zweites davon drin und damit kann man natürlich auch alles noch steuern. Überhaupt kein Problem. Das Ventil wird abgefahren und repariert. Wo passiert das? Ja, das Ventil wird general überholt und das passiert in Thale bei der Firma Maschinenfabrik Thale. Also hier ganz in der Nähe ist der Transport auch nicht so weit. Genau so ist es ja. Und das ist der große Vorteil, den wir jetzt haben, dass wir eine Firma hier regional gefunden haben, die für uns diese Arbeit auch erledigen kann. Ein 200-Tonnen-Kran steht bereit, um das Ringkolbenventil aus der Schiebekammer zu heben. Die große Armatur hat ein Gewicht von 60 Tonnen. Im Innern der Staumauer befinden sich 2 große Ringkolbenventile. Sie sind quasi der Wasserhahn der Talsperre, der den Grundablass von je 2 Metern Durchmesser stufenlos öffnet oder schließt. Vor 50 Jahren wurde die Wendefurter Talsperre mit einem Gesamtstauvolumen von 9,14 Millionen Kubikmeter in Betrieb genommen. Sie ist die zweitgrößte im System der Bodetalsperren und bildet ihren Abschluss. Die Ringkolbenventile regeln die Wassermengen, die ins Flussbett der Bode abgegeben werden und übernehmen so die Aufgabe des Hochwasserschutzes und der Niedrigwasseraufhöhung. Pro Sekunde können bei Bedarf bis zu 30 Kubikmeter Wasser durchgelassen werden. Die Funktionstüchtigkeit dieser Ventile ist entscheidend für die Steuerung der Talsperre.
Der Zahn der Zeit macht auch vor diesen Armaturen nicht Halt und so müssen die Ventile entsprechend gewartet, repariert oder sogar erneuert werden. Nach einer Generalüberholung 1999 wurde das eine Ventil bereits 2009 instand gesetzt und das andere folgt jetzt. Die notwendige Reparatur kostet ca. 300.000 Euro. Optisch, wie gesagt, ist es nicht zu erkennen. Das muss man dann wirklich durch Befundung probieren, findet man dann raus, wo die Probleme liegen. Weil so optisch sieht man nicht viel. Aber das haben wir auch vorher schon kontrolliert optisch selber und haben selber ja auch nichts Großartiges gesehen. Wir haben den auch nur sauber gemacht mal und geguckt, ob die Schienen, die Gleitschienen alle in Ordnung sind. Aber viel mehr kann man dann halt auch nicht mehr machen. Wenn man es halt optisch nicht erkennt, woran es liegt, dann muss man es, wie gesagt, dann rausnehmen und muss man dann eben wirklich alles überholen. Aber die Erfahrungen sagen ja, bestimmte Sachen müssen kontrolliert werden. Welche zum Beispiel? Naja, die Erfahrung sagt, es ist ganz einfach bei uns so festgelegt, dass wir jeden Monat machen wir eine Funktionsprobe. Und bei diesen Funktionsproben treten eben auch Probleme auf. Und wenn diese Probleme auftreten, dann werden diese Probleme, versuchen wir die Probleme zu befunden. Wo kommt es her? Was ist es für ein Problem? Und wenn es dann so wie bei diesem Ringkolbenventil ist, dass wir es halt nicht mehr selber feststellen können oder auch mit einer Firma, die dann herkommt, das nicht optisch feststellen kann, dann muss eben entschieden werden, was machen wir? Und dann muss so ein großes Ringkolbenventil einfach auch mal ausgebaut werden. Das ist einfach so. Und dann muss ja komplett auseinandergenommen werden, komplett eben alles untersucht und aufgearbeitet werden. Das ist dann so. Nach wie vielen Jahren ist das meist der Fall? Das kann man ganz schlecht sagen. Ich sag mal, der letzte ist 2009 gemacht worden, davor 1998. Also ich sag mal, 10 bis 15 Jahre sollte es schon mindestens halten. Besser, wenn es natürlich 20 Jahre und länger hält. Das Schwergewicht wird auf den Tieflader gehoben. Der Spezialtransport führt dann in eine relativ nahegelegene Thalenser Maschinenfabrik. Dort wird der Innenraum des Ventils einer Reparatur unterzogen. Im September soll die Armatur generalüberholt zurückkehren und wieder in den Grund der Staumauer eingebaut werden. Als Martin Luther im Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte, begann ein Religionskonflikt, der weit über 100 Jahre andauern sollte. In Osterwiek, zu Luthers Zeiten eine reiche und wichtige Kaufmannsstadt, schlug man sich schon früh auf die Seite des Reformators und verzierte die Gebäude mit reformatorischen Inschriften, die bis heute erhalten sind. Die Gedanken von Martin Luther fielen hier in Osterwiek auf offene Ohren. Der gesamte Rat der Stadt Osterwiek ist ja schon 1535 geschlossen zum Protestantismus übergetreten. Und auch das Geschlecht der Ritter, zu denen ich gehöre, ich bin Ritter Rössing, Lippold Rössing der Achte, waren von Luthers Ideen begeistert, weil sie mehr Freiheit und mehr Selbstständigkeit für den Bürger brachten. Und deshalb haben die Bürger hier in der Stadt ihren Protest gegenüber der Papstkirche an den Häusern verfestigt. Aber nicht nur die Häuser sind damals Ausdruck der reformatorischen Bewegung gewesen. Der Stadtrat von Osterwiek begann schon früh damit, sich die damals sehr teuren Lutherbibeln anzuschaffen. Denn damalige Druckwerkstätten konnten aufgrund des hohen Aufwandes immer nur wenige Exemplare herstellen. Ja, da die Stadt 1535 reformiert war in dem Bistum Halberstadt, welches so groß war wie Sachsen-Anhalt heute, hat man eben diese Ausgaben angeschafft, um damit zu arbeiten. Man kann in einigen Büchern sogar feststellen, dass Unterstreichungen sind und Randbemerkungen. Also der Rat der Stadt hat die nicht nur in den Schrank gestellt. Das war eben ein Ausdruck zur Reformation, da sie ja auch sehr viel für die Stadt getan haben und zum Beispiel 90% aus ihrer Stadtkasse genommen haben und für die Kirche genutzt haben, um den Kirchenbau zu erweitern, so wie wir sie in der heutigen Zeit eigentlich entdecken können. Diese Lutherbibeln wurden denn alle auf einmal angeschafft?
Nein, die wurden nicht alle auf einmal angeschafft, sondern jedes Jahr hat man ein Band gekauft. Nicht aus dem Grunde, weil man das Geld nicht hatte, sondern der Buchdruck hat so lange gedauert. Damals waren 8 Bände notwendig, um Luthers Bibel zu veröffentlichen. Jede Ausgabe ist dabei ein eigenes Kunstwerk für sich und wiegt einige Kilo. Die Schrift ist größer, das Papier war anders zur Verarbeitung und die Einbände waren anders, die Materialien waren ganz anders, wie wir sie heute kennen. Und ein Vorteil von dieser Buchherstellung ist, man hat damals Papier noch aus Lumpen hergestellt. Und da sind wir sehr, sehr dankbar an unsere Vorfahren. Darum sind solche Bücher heute noch vorhanden. Als die Holzverarbeitung in die Bücher kam, war es schlechter. Da sind nachher die Bücher übersäuert. Die Osterwieker Bibeln wurden damals in Jena im Auftrag des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen gedruckt und stammen aus den Jahren zwischen 1556 und 1570. Sie sollten eine Konkurrenz zur Wittenberger Gesamtausgabe darstellen, die nicht nur Texte von Martin Luther beinhaltete. Die Jenaer Bibel hingegen sollte ganz den unverfälschten Luther wiedergeben. Viele Bücher sind heute nicht mehr erhalten. Denn im Dreißigjährigen Krieg wurden evangelische Bibeln oft systematisch vernichtet. Umso wertvoller ist die Osterwieker Sammlung heute, die komplett erhalten ist. Verziert sind die Bibeltexte mit wertvollen Bilddarstellungen. Diese Bilder sind von Cranach. Und Cranach schätze ich sehr als Meister der Malerei. Er hat ja auch Luther gemalt. Und diese Bilder waren sozusagen die Übertragung in die heutige Zeit, dass wir wissen, wie sah es damals aus. Was hat man angeprangert? Zum Beispiel ist in diesen Luther-Ausgaben dieses Mönchskalb oder dieser Papstesel. Das war eine Anprangerung. Leider an die Kirche, aber das war die revolutionäre Zeit von damals. Im Stadtmuseum von Osterwiek steht die Reformationsgeschichte von Luther im Mittelpunkt. Denn bis heute prägt dieses historische Ereignis die kleine Stadt im Harzvorland. Auch die Kopie einer Ablassurkunde gehört zu den Ausstellungsstücken. Die Anschaffung der Lutherbibeln und die Anbringung der reformatorischen Hausinschriften noch während des kirchlichen Umbruchs waren damals eine mutige Entscheidung. Heute lassen sich die reformatorischen Taten der Osterwieker Bürger des 16. Jahrhunderts jedoch gut für das Stadtmarketing nutzen. Osterwiek geht mit Martin Luther um, indem man dementsprechend den Touristen Rundgänge in der Stadt anbietet, auch Rundgänge im Museum, in diesem Fall die kleine Ausstellung zur Reformation oder auch zum Beispiel in der Kirche ist von einer Bildungseinrichtung das Tor von Wittenberg, von der Schlosskirche nachgebaut worden und mit Freiflächen, indem man seine eigene Sprüche draufbringen kann. Für mich persönlich ist der Spruch, wenn ich lache, lachen alle mit, wenn ich weine, bin ich allein. Osterwiek gehört zu den wenigen Städten, an denen man die Reformationszeit buchstäblich ablesen kann. Obwohl Martin Luther nie hier gewesen ist, entschieden sich die Menschen damals, ihm und seinen Lehren in eine gewisse Zukunft zu folgen. Wie man heute weiß, waren die damaligen Entscheidungen richtig. Der große Reformator wäre sicherlich stolz auf die Bürger dieser Stadt gewesen. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen 4 Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Zweitaktparade im Bodetal. Großes ostmobile Treffen am DDR-Museum. Es gehört zu Thale wie der Baum zu Weihnachten. Zum inzwischen 7. Mal traf sich am 1. Mai, dem Tag nach der Walpurgisnacht, am DDR-Museum Thale alles, was jemals auf Rädern die DDR-Produktion verlassen hat. Automobilnostalgiker aus nah und fern präsentierten in Thale ihre fahrenden Schätzchen den zahlreichen Besuchern. Aber nicht nur Autos, auch Motorräder sind beim alljährlichen Ostmobile-Treffen in Thale nicht wegzudenken. Die Harzrundfahrt der Zweitaktfreunde Vorharz, die sie von Hedersleben vorbei an Quedlinburg über Hasselfelde und Alrode bis nach Thale führt, endet am DDR-Museum. Und das auch in diesem Jahr lautstark und geruchsintensiv mit einem neuen Teilnehmerrekord. Wir waren damals immer so ein Trupp mit 5-6 Leuten, sind viel rumgereist, so auch nach Berlin und Ostsee und Tschechien. Und ja, es hat sich dann irgendwann so ein bisschen aufgelöst und dann kam irgendwann die Frage, was machen wir am 1. Mai? Da wollten wir nicht so wie die anderen so zum Fußball oder sonst was, wir wollten mal was Richtiges machen. Und ja, dann fing erst mal, haben wir die Idee gehabt, machen wir einfach mal so, ja, eine Moped-Ausfahrt sozusagen und treffen uns mit ein paar Leuten und dann kam es in Rollen. Dann waren wir das erste Mal 30 Leute und dann kam ja der Marcel noch dazu. Haben es halt mit Facebook verbunden, Veranstaltungen gemacht. Und dann immer auf Facebook erstmal, dass man die ganzen Leute erstmal rankriegt, mal Interesse zeigt, dass sie ja mal sehen. Die erste Tour war ja so, wir haben die beiden Jungs haben die geplant und nach der Tour haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir das noch größer machen ein bisschen. Und wir haben unser Logo entwerfen lassen bei einer Bekannten. Ja, und dann ging das alles so Schlag auf Schlag. Ja, darauf das Jahr, da waren wir dann auf einmal 160 Fahrzeuge anstatt 30, das war auf jeden Fall großer Schreck schon mal für uns, da haben wir nie gedacht, dass es mal so viel wären. Mit drei Mann war es schon ganz schön schwierig, alles zu stemmen. Da mussten wir erstmal nochmal Ordner besorgen. Ja, da haben wir noch ein paar Leute gefunden, die unsere Geschichte auch gut fanden und uns unterstützen jedes Jahr. Unsere Helfer sozusagen. Und ja, auf einmal auf das Jahr waren wir auf einmal 300 Leute. Letztes Jahr waren es knapp 400 und heute waren es 560 oder 570. Genau das wissen wir noch nicht, aber also heute haben wir auf jeden Fall Rekorde gebrochen damit. Und das ist, denke ich mal, ganz gut angelaufen. Ja. Wir starten in Hedersleben, fahren dann Umgehung Quedlinburg nach Thale, fahren durch Thale durch, Timrode, Blankenburg bis zur Harzkühlerei Stemberghaus. Da wird ein Mittagsstopp angelegt und von da aus nach einer Stunde geht es dann weiter über Hasselfelde, Stiege, Alrode nach Thale zum Ostmobile-Treffen. Es ist einfach nur der Hammer, das miterlebt zu haben. Also ich glaube, es gibt es nirgendwo anders, das in dem Stil. Also mit 560 Leuten haben wir, denke ich mal, jetzt schon einen guten Rekord geknackt. Und wie gesagt, um Harz drumherum gibt es so eine Veranstaltung nicht. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Truppe in Suhl. Die machen das auch so in dem Stil ungefähr. Ihr Rekord war, glaube ich, bei 450 Fahrzeugen. Und da waren wir nochmal mit 100 Fahrzeugen mehr auf jeden Fall. Ich denke mal, es war jetzt die größte Deutschland sozusagen. Eigentlich der Welt, weil woanders gibt es sowas ja nicht. Ja.
Auch das DDR-Museum in der 5. Etage des Möbelmüller-Gebäudes stand am Tag der Arbeit für Besucher offen. Und die entdeckten auf dem Rundgang nicht selten Exponate, mit denen sie spannende Erinnerungen verbinden. Mama hat fast so eins. Hier, Lilo steht am Haus. Ich weiß das noch. Oma, Mama am Kinderwagen. Also wir sind erstmal hochgradig begeistert. Und hier kommt so meine Schulzeit. Cool, interessant. Man wird halt ziemlich schnell in der Vergangenheit zurückversetzt und ist halt so eine Kindheitserinnerung so ein bisschen, ne? Auch diesmal waren die Kettensägenschnitzer wieder mit von der Partie. Aus unscheinbaren Holzblöcken entstanden dabei prachtvolle Figuren und ausgefallene Sitzgelegenheiten. Mit dem Ostmobile-Treffen am DDR-Museum endet der alljährliche Walpurgismarkt. Wie Veranstalter und Organisatoren aber schon jetzt versichern, wird es auch 2018 wieder jede Menge Unterhaltung und historische Fahrzeuge in Thale geben. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Anlässlich der 25 Jahre Theaterehe zwischen Halberstadt und Quedlinburg feiert das Nordharzer Städtebundtheater sein silbernes Jubiläum. Deswegen ist am Freitag um 19.30 Uhr ein großes Festkonzert samt Verleihung eines Ehrentitels im Großen Haus in Halberstadt geplant. Am Samstag wird das Festkonzert, dieses Mal mit Festansprache, auch noch einmal 19.30 Uhr im Theater in Quedlinburg stattfinden. Die Willkommensagentur Zuhause im Harz lädt gemeinsam mit der Stadtverwaltung Blankenburg am 12. Mai wieder zu einem Neubürgerstammtisch ein. Ab 18 Uhr können sich interessierte Einheimische, Zugezogene und Rückkehrer im altdeutschen Kartoffelhaus in Blankenburg in geselliger Runde mit Gleichgesinnten austauschen. Fragen und Anmeldungen sind per E-Mail an die Willkommensagentur oder telefonisch unter der eingeblendeten Telefonnummer möglich. Zum Auftakt für das Neinstädter Jahresfest gibt es am Freitag ein großes Open-Air-Rock-Festival mit verschiedenen Bands. Beginn ist 16 Uhr am Rumberg 38 in Neinstädt. Aktuelle Museum Aschersleben: The Beatles, 50 Jahre Magical Mystery Tour. Die Sonderausstellung beinhaltet zahlreiche Originalexponate und beschäftigt sich mit dem Summer of Love, dem wohl wichtigsten Jahr der Beatles, 1967. Die kreative Ausstellung entstand von Fans für Fans der Pilzköpfe und kann noch bis zum 14. Mai besucht werden. Am Sonntag ist wieder großes Jahresfest in Neinstädt. Wir dürfen uns auf einen Festgottesdienst, die Eröffnung der Festmeile auf dem Rumberg und auf eine Abschlussveranstaltung freuen. Los geht es 10 Uhr am Rumberg 38 in Neinstädt.